Es geht weiter im Trugschloss. Und tatsächlich ist das ja schon was Besonderes, dass es hier weitergeht. Beim letzten Part sah es schon so aus, als wäre das die letzte Mission. Als wäre es jetzt hier die Boss-Mission, wo wir gerade sind, wo wir gerade waren, in E4. Das war vorher noch eine Boss-Mission. Aber es geht dann doch noch weiter. Und es geht weiter mit Luigi gegen alle. Ja, wir haben im letzten Part, was für euch gestern war, wenn ich richtig informiert bin. Ja, doch, richtig, das war für euch gestern. Ja, haben wir gegen haufenweise Boos gekämpft. Und heute geht's weiter mit Luigi gegen alle. Ich empfange merkwürdige paranormale Signale von der Palastterrasse. Hast du Lust, dich dort etwas umzuschauen? Die war so oder so ja schon ein bisschen strange. Da waren wir ja mal drauf. Luigi, ich habe Neuigkeiten. Ich weiß nur nicht, ob gute oder schlechter. Als du den Maxi-Boo besiegt hast, hat das Paraskop etwas geradezu Phänomenales registriert. Etwas, das ich noch nie gesehen habe. Eine dimensionale Anomalie? Ein Loch in der Realität? Was? Es ist ein Durchgang, Luigi. Ein paranormales Portal ganz oben auf der Terrasse. Ja, wie gesagt, die Terrasse war eh schon strange. Dann müssen wir da wohl hingehen. Ein Fenstermundstück ist ganz sicher dort versteckt. Das würde alles erklären. Und König Buu wird mit St. Marius Gemälde auch nicht fern sein. Darauf verwette ich meine Pilzpantoffeln. Pilzpantoffeln. Ja, schön. Luigi, es grenzt an Wahn, jenes Portal zu durchqueren. Doch uns bleibt keine andere Wahl. Sei vorsichtig, mein Freund. Unser aller Zukunft liegt in deinen Händen. Oh, wieder hängt alles von einem selber ab. Eieieiei. Aber was ist das für ein anderer... Für ein Portal in eine andere Welt? So ein Paralleluniversum? Oder was kommt da jetzt auf uns zu? Ist halt jetzt hier alles blind. Ich hab da... Hier generell keine Erinnerung, weil ich so weit noch nie war. Übrigens, ich wollte euch ja schon längst mal meinen Spielstand von Luigi's Mansion 2 auf meinem 3DS mal zeigen, wie weit ich damals gekommen bin. Ich versuche noch dran zu denken. Ich wollte es schon längst tun. Ja. Daher, ist das natürlich hier so oder so für mich schon alles hier blind. Ich weiß nicht, was da jetzt auf uns zukommt alles. Umso gespannter bin ich halt, was das nun alles hier wird. Daher gehen wir direkt in die Terrasse rein. Die ist ja hier. Andere Räume haben wir ja schon alle angeschaut. Da brauchen wir jetzt nicht unbedingt vorbeischauen. Und da sind wir. Da ist König Buu! Ach du Heiliger! Dieses Gesicht, das war so oder so schon merkwürdig. Und der geht da rein. Luigi, ich glaube, du musst hinterher. Ich will es selber auch nicht, aber... Doch, eigentlich will ich es, aber... Und da kommen die Geister raus. Was? Luigi, schnell rein da. Oder? Oder auch nicht? Ach, Igitt meldet sich. Spuk, schwere Not. Die paranormalen Werte sind gerade so explodiert. Luigi, die Lage ist ernst. Das Portal muss warten. Wenn wir nicht eingreifen, riskieren wir den Untergang unserer ganzen Dimension. Ich habe die Spukherde auf deiner Karte markiert. Gib ihnen Saurus, Luigi. Ach, das sind jetzt haufenweise Geister, die mit uns kämpfen wollen. Okay, dann fangen wir mal an. Au, die Blitze. Das ist natürlich gefährlich. So, wir müssen erstmal kurz die Treppe umdingsen. Oder wollen wir... Ja, wir umdingsen die Treppe um. Beim nächsten Mal können wir ja die Portale nehmen. Die haben wir ja allesamt aktiviert. Fangen wir dort rechts an, warum nicht? Boah, die Blitze sind ja auch lila. Das ist ja auch sehr, sehr ungewöhnlich. Lila Blitze. Eieiei. So, hier sind jetzt Geister. Und zwar rote Riesen. Gleich zwei Stück davon. Und ein starker auch gleich. Machen wir erstmal dich hier weg. So, und warte. Wir haben ihn auch noch. Geil. Jetzt euch beide. Bam. Haben wir den einen schon mal? Und dich hier jetzt auch. Das hier ohne einen Gegenhit zu schaffen, das wäre Premium. Okay, ohne einen Gegenhit. Geil. Das war sehr erfolgreich. Nun zur anderen Seite, da nutze ich jetzt die Portale halt für. Geht schneller als die Treppe umzudrehen und so. Zumal ich dann auch gleich hier... Das nächste auf uns wartet. So. Oh, gleich beide bekommen. Aber einer hat ein Schutzschild. So, zack.
Oh, wie viele Geister sind denn hier? Aber hier, das ist eine ganz geile Mission, um Geld zu farmen, so viele Geister wie hier sind. Also echt geil dafür. Wir haben jetzt schon... Boah, über 500 Münzen? So, noch mehr Geister. Schau auf die Karte. Ja, das gucken wir gleich. Boah. Fast 700 Münzen. So, Karte, was sagst denn du? Im Erdgeschoss. Unten. In der Eiszeit. Richtig, das ist der Eiszeitraum. Das heißt, da gehen wir direkt hin. Wird wahrscheinlich in jedem Raum jetzt irgendwann mal jetzt hier Gegner sein. Von jeglichen Arten. Zum Beispiel ja diese hier. Die Erschrecker. Ja, natürlich, die Goldbahn sind weg. Aber ist nicht so schlimm. Stimmt, ein Buhu gibt es ja hier auch noch. Ich meine, ich habe eben ein Buhu auch kurz gehört. Irgendwo muss hier ein Buhu existieren. Ah, ich hasse diese. Ich hasse sie. Okay, dich haben wir. Und dich haben wir auch. Sehr schön. Noch mehr Geister. Was passiert hier jetzt mit einem Mammut? Nix. Ich will mich mal kurz hier umsehen. Aber ich glaube, hier ist sonst weiter nichts. Ah, ein Knochen. Den kann man natürlich bei solchen Kämpfen sehr gut gebrauchen. Aber wenn hier wirklich noch irgendwo ein Buhu ist, natürlich die Frage, wo, in welchem Raum? Weil laut Levelbeschreibung müsste es hier ein Buhu irgendwo noch geben. Warte, da unten. Da unten ist der nächste Raum. Okay, dann gehen wir da sofort mal hin. Aber ist irgendwie schon ganz cool, die Mission, obwohl es bekannte Räume sind und bekannte Geister. Aber die Stimmung, die macht's. Die Stimmung ist echt geil. Und natürlich kommt ihr ja auch noch her. Ah, warte, wir haben doch im letzten Part oder im vorletzten Part gelernt, dass man auch B drücken kann. Tatsächlich. Ah, die Leiste wird dann zurückgesetzt. Das ist natürlich dann ein bisschen problematisch. So, hier war ja ein Geist drin. Hallo. Mein Freund. Mein Freund Nase. Na komm, machen wir zack. Ein bisschen mehr und dann hätte ich die drei Goldbahnen bekommen. So, hier drin ist nichts. Ich gucke grob mit der Düsterlampe herum, aber. Ich sehe hier nicht. Obwohl, jetzt hier das Hähnchen, aber gut, gibt's nicht. Nicht, dass hier wirklich irgendwo dann der Buhu ist. Der muss doch irgendwo auch sein. Ich. Am besten nicht. Gucke einfach, wo fehlt etwas? Wo war noch irgendein Gegenstand oder so? Weil eigentlich kann ich mich hier an die Räume ganz gut erinnern. Das ist da eigentlich gar nicht mal so schwer. Da zu gucken, wo könnte was fehlen. Und schon wieder Buhu gehört. Sagen wir dich. Komm, greif mal an, mein Freund. Und dann euch beide gleichzeitig. Geil. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Komm her. Ah, ich dachte, er schwingt nach rechts. Ich habe nicht damit gerechnet, dass er nach links schwingt. Komm, greif an. Greif an, mein Freund. So, haben wir dich. Haben wir dich. Das war nichts mit Vollaufladen. Aber vielleicht jetzt. Ja. Ah gut, Herz kann ich eigentlich auch ganz gut gebrauchen, obwohl ich jetzt keine Goldbahn bekommen habe. So, der Raum sei erledigt. Da gibt es nur eine Münze, sonst ist hier auch nichts unsichtbar, meine ich. Dann oben rechts. Warte, wohin gehen wir da am besten? Zum Dschungel erstmal. Oh, nicht du da. Nicht du da schon wieder. Vor allen Dingen hier ist es so eng. Das wird nicht einfach. Ja, es wird echt nicht einfach. Weil es hier so eng ist. Aber wir haben ihn. Geil. Gib mir die Goldbahn, bevor sie runterfließen. Dankeschön. So, dann sei der Raum auch erledigt, glaube ich. Gut, das bisschen Geld da. Ich guck wenigstens die Schatztruhe nochmal rein. Aber da ist nichts. Da war ja ganz oben in dem Raum noch was. Der ist aber rot markiert.
Warum ist der jetzt auch hier rot markiert? Oder geht das hier auf Zeit, dass ich das Rot jetzt echt nichts Gutes aussagt? Rot könnte wirklich nichts Gutes sagen. Weiß ich nicht. Sehr schnell besiegen. Und gleich in den nächsten Raum rein. Und je roter es ist, desto mehr Geister sind da. Und irgendwann habe ich verloren, wenn es zu dolle wird. Weiß ich halt alles nicht. Der schnell hier rein und das hier unter Kontrolle bringen. Problem ist, die sind alle unten und ich höre schon, das sind rote. Das sind. Nee, das sind Mumien. Ach, krass. Aber auch logisch. Da ist so ein Sarg hier in der Mitte, der jetzt hier. Oh, du brennst! Sehr, sehr cool. Und der andere glaube auch. Darum habe ich jetzt beide bekommen. Sehr cool. Und nicht die Wirbelgeister. Aber die sind gar nicht mal so schlecht, weil die sind leicht zu besiegen. Wie man sieht. Okay, den Raum haben wir geschafft. Aber was ist jetzt hier drinne? Wo ist das? Einfach so umgefallen. So, Karte sagt E1. Wieder auf der Terrasse. Okay. Dann schnell hier durch. Und ab in den Innenraum am besten irgendwie. Oder ich gehe hier über. Wisst ihr was? Wir gehen hier mal rüber. Dann sind wir ja schon mal im richtigen Raum, so gut wie. Aber ich muss trotzdem die Treppe umdrehen, leider. Aber trotzdem war es jetzt kein verkehrter Weg, denke ich mal. Ich muss trotzdem halt nochmal kurz runter. Weiß jetzt nicht, was da am schnellsten gegangen wäre. Aber ich hätte vielleicht in die andere Richtung drehen müssen. Das wäre vielleicht ein bisschen schlauer gewesen. Aber gut. So. Da haben wir es. Eben war ja der Raum grün. Der ist immer noch grün. Ich glaube, mit der Zeit wird er wirklich immer roter. Okay, mehrere Geister. Mit Schutzschild so. Oh, schön, schön. Aber gut, jetzt sind hier so viele Geister. Gleich mal hier. Zack. Warte. Noch ein bisschen. Und haben wir dich auch. Wunderbar. Ich sammle schnell das Gold ein, weil das will ich natürlich alles haben. Machen wir erstmal sein Schutzschild weg. Oh, rote kommen da jetzt. Das ist jetzt der ultimative Raum halt einfach. Das ist das Problem. Ich muss den wegmachen. Aber jetzt können die anderen sich halt auch den Eimer holen. Oh, schön! Das war sehr, sehr gut. Mumien gibt es jetzt hier auch? Krank. Natürlich auch die Greifer. Mann. Nicht, es sind natürlich keine Greifer, aber dennoch. Nervige Geister. Ja, gleich kommt der Erschrecker. Natürlich kommt der Erschrecker. Und die Mumien auch. Und dann noch diese kleinen Viecher hier. So, haben wir die beiden. Aber jetzt dürfen die Mumien. Okay, ist egal. Wir konnten erstmal ein bisschen Leben abziehen. Ich haue erstmal nochmal kurz ab. Der Schrecker kommt gleich. Okay, dich haben wir. Dich haben wir. Sehr schön. Die laufen halt dann direkt auf einen zu. Aber warte, ich kann einen jetzt freilegen. Problem hier ist halt, dass das verdammt offen hier ist. Dich haben wir, mein Freund. Dich haben wir, mein Freund. Oh, es kommen weitere Erschreckgeister. Noch andere Geister. Und natürlich nimmt er sich da auch den Helm jetzt. Warte, den kriege ich aber jetzt. Kriege ich halt nicht, weil die blöde Mumie da ist. Komm, fall um. Der soll umfallen. Der ist doch gegen die Wand gelaufen. Oh Mann. Herz fliegt natürlich runter. Ich muss kurz weg, weil Mumie kommt. Wo ist jetzt der Erschreckgeist? Da ist er. Haben wir ihn. Komm, nein, schon wieder du blöde Mumie. Also die Mumie, die ist so nervig. So, jetzt muss ich irgendwie die Mumie besiegen.
Aber diese kleinen Viecher, das ist natürlich, finde ich, sehr dankbar. Problem ist, ich habe echt nicht mehr viel Leben. Ein Herz wäre jetzt mal so langsam nicht schlecht. Aber natürlich, jetzt kriege ich nur Goldbahn. Was natürlich trotzdem nicht verkehrt ist. Keine Frage. Aber Herz, danke. So, warte, du jetzt hier. Spam. Schon wieder rote Typen. Das ist ein Gegner-Spam hier, ey, ey. Warte, kann ich eigentlich die Dinger verschießen, dass ich Herzen kriege? Nee, irgendwie nicht. Oh, jetzt natürlich mit Ritterrüstung. Oh, ist natürlich keine Ritterrüstung, aber hier mit Schwert und so. Und die machen verdammt viel Schaden. Oh mal, zur Abwechslung ein normaler Geist, aber ich muss hier weg. Geh mal kurz weg. Oh, Herz. Und noch ein Herz. Geil. Nein, ich bin da in dieses Ding rein. So, haben wir dich jetzt, mein Freund. Komm, 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 komm. Schön. Solange jetzt keine weiteren Geister kommen, ist alles in Ordnung. Dich haben wir jetzt. Aber es ist gerade kein anderer Geist hier anwesend. Was sehr, 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 sehr gut ist. Platz haben wir hier auch genug. Ist nicht so schlimm. Ich muss mal kurz... Ach, Luigi, was machst denn du? Ich wollte eigentlich nach links laufen, aber so ein bisschen am Schleim vorbei. Aber die Steuerung war halt gerade mies. Ich glaube, wir haben es jetzt. Kann das sein? Oh mein Gott, ey. War das stressig. Das war stressig. Und bisher der schwerste Raum überhaupt. Eieiei. Hallo, Luigi. Das war ja phänomenal. Du bist ein wahrhaftiger Geisterdompteur. Und der Schreck weg ist dein Feuerreif in der Gespenstermanege. Entschuldige, ich habe mich den reißen lassen. Apropos, das gute Stück ist sicher zum Besten mit Geistern gefüllt. Lass uns schnell lernen, ehe es durch dieses unheimliche Portal geht. Und nein, das heißt natürlich, wir haben jetzt den Buhu ausgelassen. Wir haben den Buhu ausgelassen, weil wir haben jetzt keinen Buhu gefunden. Und ich weiß nicht, wo der war. Und es gibt so viele Räume, wo der sein könnte. Ganz ehrlich. Ich werde jetzt zumindest gucken, in welchem Raum der ist. Also das muss jetzt so sein. Weil es gibt so viele Räume. Natürlich kann er sein, dass er in einem der Räume ist, wo Geister auch drin waren. Aber es muss nicht sein, wir hatten ja schon andere Situationen. Und bevor ich mich da jetzt zu Tode suche, wo es auch ein bisschen scheinbar um Zeit geht, weil die Räume dann rot werden, werde ich gleich einfach gucken, in welchem Raum der war und dann zack. Ganz einfach. Ganz einfach. Erleichterung, ich hatte mir beinahe schon Sorgen gemacht, mein Bester. Das war sicher deine schwerste Prüfung bisher. Doch du hast sie mit Bravo gemeistert. Ich muss sie gleich nochmal machen. Weil, wegen Buhu. Mann. So, neues Geistergewicht und sehr, sehr viel Geld. Also wie gesagt, zum Geldfarmen ist das echt geil hier. Aber mit dem Geld kann man halt nichts anfangen. König Buhu war offensichtlich wenig erfreut über deinen Sieg gegen den Maxibu. Aber indem er seine Geisterorder entließ, hat er gleichzeitig seine Schwachstelle entbürst. Oh ja, mein Lieber, das paranormale Portal steht nämlich immer noch offen. Aber wer weiß, wie lange noch. Wir müssen uns sputen. König Buhu, hör gut zu. Bald hat dein schockiges Treiben ein Ende. Aha, stimmt da, Luigi, oder? Vielleicht. So. Kein Buhu. Und da... Die nächste Boss, der nächste Bossraum. So, der Buhu soll sich hier in der Weltraumausstellung befinden. Ich würde mal sagen, wir werden erstmal kurz die Geisterjale besiegen. Und dann geht's weiter. Ah, gut. Jetzt sind hier erstmal eine ganze Menge Geister, die mich schlagen wollen. Aber was könnte hier denn fehlen? Oder muss ich da durch Teleskop vielleicht gucken? Das kann natürlich sein. Was sind jetzt zu viele Geister hier? Oh, schön, schön, schön. Alle drei. Okay, das Geld ist weg. Das ist im Aus gelandet. Na komm jetzt hier, du. Alter! Ich krieg den gerade nicht zustande. So, jetzt. Komm, 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 komm. Oh mein Gott. Ja, das Geld ist weg von denen. Leider. Okay, dann gucken wir mal. Was fehlt hier? Was fehlt hier? Oder doch mal durchs Teleskop schauen? Nee. Was? Oder hier dran ziehen?
wo es ja diesen einen Geldgeist gab. Wo ich immer noch nicht weiß, wie man an den rankommen soll. Nee. Es soll hier sein. Okay, meine Englischkenntnisse sind da so ein bisschen dran schuld. Es ist hier. Hier ist der Buhu. In der Luftfahrtausstellung. Ich habe jetzt Luftfahrt... Obwohl, lag nicht an den Englischkenntnissen, sondern eher auch an... hab falsch gedacht. Ich dachte, Raumfahrt ist mit Luftfahrt da jetzt gerade gleichzusetzen. Bitte einsteigen in den Omnibus. Und los geht die rasante Fahrt durch die Schrecken des Hauses. Bitte anschnallen. Ich muss mich trotzdem ein bisschen beeilen, weil der andere Raum ist schon rot. Und ich weiß nicht, was danach passiert. Ob ich dann keine Chance mehr habe, ob ich dann Game Over gehe. Und dann will ich ehrlich gesagt nicht. Boah, es ist doch mal gerade sehr erfolgreich da in der Ecke gewesen. Da kannst du gerne gleich bleiben. Bleib da ruhig, bleib da ruhig. Das ist eigentlich ganz geil. Trotzdem muss ich noch mindestens einen zweiten Hieb dann weiter haben. Aber, obwohl, hat gut funktioniert. Das war ganz gut. Warum hat das jetzt mehr Schaden gemacht als da in der Ecke, wo ja jede Sekunde zweimal gegen die Wand geknallt ist? Ich weiß es nicht. Okay, den Buhu haben wir. Okay, dann haben wir das jetzt dann auch abgeschlossen. Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. So, daraus ergibt sich wieder ein 2-Sterne-Rang. Alles klar. Okay. Dann werden wir jetzt kurz den Buhu noch reintun und dann ist der Part auch schon vorbei. Dann haben wir es heute geschafft und ich bin sehr gespannt auf den nächsten Part. Ob das nun wirklich endlich der Boss ist, also der Boss-Boss, ob das der Endboss ist oder wieder irgendein anderer Buhu-Boss, keine Ahnung. Das werden wir sehen, das werden wir sehen. So, hier zack, 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 Text kennen wir und rein mit dir, rein mit dir, rein mit dir, rein mit dir. Und sehr, sehr viel Geld habe ich auch gesammelt. Neue Geistergewichte. So, eine ganze Menge neue Geistergewichte. 2444 Münzen. Und das war's dann für heute. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Bis dahin. Euch noch einen schönen Tag. Und bye, bye.